Prozent weniger Hitze. Auch wieder unfassbar, mega, ultra, doppelt, oberart geil. Fuck yeah. Wenn ihr einen Thunderbolt habt und euch da auch schon immer mal gefragt habt, was mache ich denn jetzt mit den Dingern, dann seid ihr jetzt vielleicht so richtig auf der Sonnenseite des Lebens, denn alle haben hier ziemlich coole Cricks bekommen. Also richtig geil. Ich werde ihn hier zum Beispiel auch entsprechend umbauen. Bei seinen Ballistic-Slots, da hat es jetzt hier nichts gegeben an irgendwelchen Cricks oder so, aber das Ding ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man vielleicht doch mal gegebenenfalls zum Beispiel eine PPC-Laser-Kombination verwendet. Denn wir haben hier erstmal bei den Energiesachen hier 15% mehr Reichweite, plus 12,5% Cooldown, also 12,5% schneller Schießen, minus 12,5% Hitzeerzeugung, schon mal saugeil. Laser Duration, minus 15%, also die Strahldauer der Laser wird verringert, sodass sie den Schaden schneller an den Feind bringen. Missile Range plus 15%, man könnte hier zum Beispiel ein Missile-Teil einbauen, hat dann 15% erhöhte Reichweite, finde ich vernachlässigbar, meiner Meinung nach. Man kann natürlich ein schönes Kombinationsteil aus PPC, LM20, Lasergegrüße machen, bin ich aber nicht so ganz der Fan von, sondern ich fixiere mich dann doch eher vielleicht nur auf die Energiegeschichte, denn hier hat man noch einen reduzierten Cooldown für Extended Range PPCs um 12,5% und die Hitzeerzeugung von IR PPCs ist auch noch um 12,5% reduziert. Und summa summarum mit den anderen Boni wieder 25% schneller schießen mit Extended Range PPCs und 25% weniger Hitze mit PPCs. Also mit den Thunderbolts lässt sich dann tatsächlich doch wieder Stück für Stück ein Tacken was mehr anfangen. Und hier haben wir es so ähnlich. Hier sieht man, da sind ein paar wunderschöne Boni für Medium Pulse Laser, die mit dem Energy Range Bonus zusammen insgesamt 50% mehr Reichweite haben. Das ist bei Pulslasern halt schon wieder arschgeil. Das werde ich bei diesem Mac auf jeden Fall ausprobieren. Da werde ich wahrscheinlich diesen 3 Medium Laser 2 PPC Build eher auf dem 9S anwenden. Und dann halt Extended Range PPCs nehmen, weil es einfach sehr geil ist. Das bietet sehr viele geile Möglichkeiten, um das Ganze anzupassen. Auch das, worauf man gerade Bock hat. Man kann inzwischen aus jedem Mac was mehr machen. Einige sagen, es würde mehr das Metagaming noch pushen, weil PPCs oder diverse Ballistics ein paar Boni bekommen haben bei manchen Macs. Aber man kann halt nicht PPCs oder AC5er komplett außen vor lassen, einfach nur, weil sie zum sogenannten Metagaming gehören. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Man kann halt immer noch das Beste draus machen. Hier zum Beispiel beim neuen SE wird geguckt, dass man vielleicht Large Pulse Laser verwendet. Das Ding hat nämlich massig Energiewaffenboni und dann auch noch plus 10 Range für Large Pulse Laser und minus 10% Large Pulse Laser Heat Generation, also insgesamt dann wieder 20% Hitze mit Large Pulse Lasern. Ist dann auch wieder mega geil bei dem Teil. Missile Cooldown, auch plus 12,5%, also 12,5% schneller schießen mit Raketen. Das gibt dann nochmal doch schon den ein oder anderen interessanten Bild, den man damit noch fahren kann. Also ich werde da definitiv sehr viel Spaß mit haben. Was hat er? Ach so, der ist schon wieder ganz vergessen, ganz anderer Mac. Ich muss die Macs auch mal entsprechend anklicken. Dann hat dieser Mac hier, also die Cataphracte, die haben so auch sowieso sehr viele Boni bekommen, finde ich auch zu Recht. Genauso wie zum Beispiel die Hunchbacks. Ich kann jetzt leider echt nicht jeden Mac so durchgehen, der irgendwie cool geil ist, aber Hunchbacks hätten es, glaube ich, eigentlich auch noch verdient, dass ich da kurz drauf zu sprechen komme. Na, nee, das schaffe ich nicht in dem Video. Das wird sowieso schon viel zu lang. Grrr. Auf jeden Fall haben wir hier zum Beispiel bei den AC20ern ein paar nette Boni. Einmal sind hier ein paar Ballistic-Boni, zum Beispiel Velocity und Cooldown, also 10% schnellere Projektilgeschwindigkeit, 10% reduzierter Cooldown. Und bei Energiewaffen direkt eine 12,5% verringerte Hitzeerzeugung. Und dann sehen wir hier nochmal die AC20. Die macht selber nochmal 10% höhere Geschossgeschwindigkeit und 10% geringere Cooldown-Rate. Also 10% schneller nachladen, bla bla. Wo wir da insgesamt auf 20% schneller laden mit der AC20 kommen. Schon wieder ziemlich geil. Mein zweitliebster Cataphract ist der One X, den habe ich mit einer AC20 und 5 Medium Lasern. Den werde ich wahrscheinlich dann doch nochmal umbauen. Theoretisch bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht lasse ich es auch so. Denn er hat einmal Ballistic Velocity, wobei ich lasse ihn einfach so. Die Geschossgeschwindigkeit ist einfach eigentlich egal. Der Ballistic Velocity plus 10% ist schon mal ziemlich cool. 10% schnellere Geschosse, egal welche Ballistics drin sind. Und dann nochmal genauer auf die AC10. Die schießt dann also insgesamt Projektile mit einer 20% erhöhten Geschwindigkeit. Also nicht die Cooldown-Rate, sondern das Projektil fliegt 20% schneller. Das könnte man in Kombination zum Beispiel mit PPCs dann nochmal nehmen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, eine AC10 mit ein paar PPCs. Und die AC10 dann mit 20% erhöhter Geschossgeschwindigkeit, das skaliert dann wieder ganz gut mit PPC, sodass man da wieder ein Punktschadenbild aufbauen könnte. Aber viel interessanter finde ich hier, dass zwar auch Energy Range, Cooldown und Heat Generation ein paar Boni haben. Hier 10% mehr Reichweite, 10% schnelleres Nachladen, 12,5% weniger Hitzeerzeugung. Aber das geht dann nicht auf PPCs,
weil dieser Mac es durch den AT10-Bonus irgendwie ein bisschen hervorkitzeln würde. Nein, tatsächlich wird hier jetzt gesagt, auch wenn man einen schönen Punktschaden-Mac basteln könnte, hey, nimm doch lieber Medium Laser, denn Medium Laser haben hier nochmal 10% mehr Reichweite und 10% geringeren Cooldown. Also Medium Laser können mit diesem Mac 20% weiter schießen und 20% schneller schießen. Also das ist auch schon wieder ziemlich geil, dass man ein bisschen verlockt wird, vielleicht so halbwegs so ein Metagaming-Build zu machen, aber dann doch wieder noch viel mehr verlockt wird, was anderes zu machen. Weil man, wenn man mit den Medium-Lasern schneller schießen kann und eine AT20 drin hat, ist dieses Ding nochmal um ein Vielfaches gefährlicher. Jetzt muss ich eben noch zu meinem allerliebsten Cataphract kommen, den Cataphract 4X. Mein Schatz! Schade, dass... Irgendwie ein bisschen schade und zum Glück, dass er noch nicht die visuellen Anpassungen hat, welche Waffen drin sitzen, weil ich glaube, dass er danach dann ein bisschen scheiße aussehen könnte. Auf jeden Fall, ich habe im 4X ja 2 Medium Laser und 4 AC5er. Das ist ja das, was ich immer da drinnen hatte, haben werde. Ich habe auch mal hier den Dual AC2 Ultra AC5er Bild ausprobiert und sowas, aber 4 AC5er ist einfach das Geilste. Ich gehe bei den Macs übrigens jetzt nicht mehr großartig auf die Additional Structure Dinger ein, wobei es beim Cataphract auch wieder cool ist, dass die Arme und die Seitentorsi etwas mehr aushalten, dass man vielleicht nochmal ein kleines bisschen sicherer eine XL Engine fahren könnte. Werde ich aber nicht machen. Er hier wird weiterhin fleißig mit 50,9 km/h übers Schlachtfeld stampfen. Und in diesem Fall wird er das auch unfassbar gut machen und dabei sehr viel Schaden austeilen. Also das auch auf sehr hoher Reichweite. Denn wir haben hier Ballistic Range plus 12,5%. Da schießen die Dinger also nochmal weiter. Ballistic Velocity plus 10%. Projektile fliegen 10% schneller. Ballistic Cooldown plus 12,5%. Also schießen alle ballistischen Waffen nochmal 12,5% schneller. Also 12,5% reduziertere Nachladegeschwindigkeit. Das Cooldown-Modul habe ich hier auch schon drin für die AC5er. Da haben wir eine Laser Duration minus 12,5%, was heißt, die 2 Medium Laser, die drinnen stecken, bringen den Schaden etwas schneller an den Mann, müssen also nicht so lange rumleuchten, bis der Schaden da ist. Und nochmal AC5 Velocity plus 10%. Also fliegen die Projektile der AC5 insgesamt mit dem Ballistic und dem AC5 Bonus 20% schneller. Die Dinger sind sowieso recht flink unterwegs, wenn sie erstmal den Lauf verlassen haben. Und das Ganze nochmal in 20% schneller. Ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Ich freue mich echt drauf, das Dingen dann erstmal aufs Schlachtfeld zu führen. Dann gehen wir mal weiter. Es ist jetzt wirklich sehr viel Gerede hier, aber ich will euch also so ein bisschen da durchführen. Ich gehe den ganzen Kram halt Stück für Stück durch, damit ihr auch seht, was wie wo irgendwie was sich ergeben kann und so. Bei den Awesomes, da giftet so viel. Also erstmal zeige ich euch den 8R. Das ist ja hier das schmucke Long-Range-Missile-Boot, was ich euch gezeigt habe. Und es hat tatsächlich die Boni bekommen, die ich sagte. Also erstmal hier ist ziemlich geil, Additional Structure für den Center Torso, den linken Torso, den rechten Torso, im Center Torso 20% mehr Trefferpunkte und den Pro-Seitentorso nochmal 10. Ist saumäßig gut, er kann die Torsi ein bisschen schneller drehen in alle möglichen Richtungen, auch ziemlich fett. Ich würde ja fast wetten, dass diese Boni bei sehr vielen... Jo, also dass, je nachdem, welchen Sinn und Zweck die Entwickler für den entsprechenden Awesome gesehen haben, haben die alle diesen netten Push gekriegt. Hier ist auf jeden Fall nochmal ziemlich geil. Er hat diverse Energiegeschichten im Cooldown und Large Laser Krams. Man könnte jetzt zwei Large Laser einbauen und zwei, vielleicht, wenn es gut läuft, drei LRM-15er. Aber ich bleibe bei diesem puren LRM-15-Bild, weil die Extended Range Large Laser Boni zwar ziemlich geil sind, mit denen in Kombination mit den Energy Cooldown Sachen und Heat Generation kann man halt, braucht man 25% weniger Zeit, bis man damit wieder feuern kann, und sie erzeugen 25% weniger Hitze. Alles ziemlich geil. Aber was ich viel besser finde, für den Bild, so wie ich ihn habe, vor allem, wir haben Missile Range plus 12,5%, Missile Cooldown plus 12,5% und Missile Heat Generation minus 15%. Dann haben wir noch LRM-15 spezifisch, Range nochmal plus 12,5% und Cooldown nochmal plus 12,5%. Was da heißt, mit Long Range Missile 15ern kann ich 25% schneller schießen, ich kann 25% weiter schießen und ich mache 15% weniger Hitze. Das macht diesen Build als Long-Range-Missile-Boot dann nochmal um ein Vielfaches gefährlicher. Und das ist auch die Stelle, wo ich sage, es ist vollkommen okay, dass eine Long-Range-Missile, eine einzelne, 0,1 weniger Schaden macht, von 1,1 runter auf 1. Dieser 60er Schaden, der da auf den Gegnern niedergeht, wenn man sich das Teil anschaut. Das ist dann halt echt schon brutal, weil es einfach nochmal 25% schneller geht. Das kannst du mit dem Schaden, der sich daraus ergibt, also 60 Long-Range-Missiles, das würde 6 Schaden ausmachen, den man beim Alpha-Strike weniger hat. Aber dafür braucht man halt ein Viertel der Zeit weniger, um diesen Alpha-Strike erneut abzusetzen. Und da sind diese 6 Schaden, die das
rechnerisch ergibt, einfach nicht gegen nicht gegen hochzurechnen. Das ist viel besser, dass man da so schnell mit feuern kann. Vertraut mir, Leute. Dann haben wir den Awesome 9M. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gefahren, fällt mir auf, weil ich habe hier noch nichts Blaues an der Camo. Wir für unsere Einheit müssen ja was Blaues dran haben, das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Wobei er so natürlich auch schon sehr geil aussieht. Aber sehr viel mehr Blau würde ihn noch mal cooler wirken lassen. Dann sieht er ein bisschen aus wie ein Cyborg von Warhammer 40k von den Space Marines. Auf jeden Fall hat er hier richtig geile Boni auf Extended Range PPCs. Das ist auch das, wofür er mitunter aufgebaut wurde, dass er als Long Range Fire Support mit seinen Extended Range PPCs schön dem Gegner einheizt. Und das kann er hier wirklich wunderbar. Er hat nämlich bei Energiewaffen schon mal Range 12,5%, Cooldown 15%, Heat Generation 12,5%. Schon mal alles ziemlich cool. Und bei Extended Range PPCs hat er dann nochmal ein paar Boni. Also mit der Reichweite, die es insgesamt dann bei Extended Range PPCs in Kombination mit dem Energiebonus um 25% erhöht. Und sie erzeugen mit dem Energiebonus zusammen Extended Range PPCs mit dem eigenen Bonus dazu dann 25% weniger Hitze. Das ist mega obertittenaffenarsch geil. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich muss das Ding unbedingt mit drei Extended Range PPCs fahren. Zumal die PPC, Extended Range PPC Velocity auch noch um 25% erhöht ist. Was heißt, Projektile fliegen auch mal 25% schneller. Das Ding, das wird einfach nur einen scheißen Spaß machen. Das wird richtig geil, sag ich euch, Leute. Ich freue mich schon mega drauf, damit in die Schlacht zu gehen. Dann sei einmal kurz erwähnt. Ach, jetzt habe ich sie schon fast weggescrollt. Viktoren haben, wie ihr jetzt hier seht, keine Quirks erhalten. Das hat einen sehr guten Grund. Viktoren waren vor geraumer Zeit richtig gut, richtig gefährlich, richtig böse. Das waren die meisten oder sehr häufig gesehene Inner Sphere Assault Max. Dann haben sie ja einen Nerf bekommen. Sie hatten Quirks hier stehen, die mit roten Zahlen da standen, wodurch sie sich langsamer drehen konnten und sowas, wodurch sie halt schwerfälliger wurden. Das wurde einfach wieder entfernt und zack, sind es Tier 1 Assault Max. Und das bedeutet, sie brauchen keine zusätzlichen Boni und ein Viktor ohne irgendwelche negativen Sachen ist wirklich ein unfassbar gefährlicher Gegner. So viel kann ich euch sagen, Leute. Dann gehen wir hier einmal runter. Ich kürze das Ganze jetzt doch noch ein bisschen ab. Ich wollte eigentlich gerne noch auf die Stalker eingehen und vielleicht doch noch rüber zum Hunchback. Aber ich gucke jetzt einfach mit euch nur noch eben beim Banshee. Einmal checken wir hier den 3S aus. Oder gucken mal, was der 3M so sagt. Hat er noch was Interessanteres? Na, die Banshees sind halt nicht ganz so gering angesiedelt, weil die schon ziemlich gut waren, aber es ist trotzdem noch ziemlich nice. Elton hier hat zum Beispiel einen Ballistik-Slot zusammen mit ganz vielen Energieslots und noch einen Missile-Slot. Den Missile-Slot lasse ich persönlich außen vor. Bei meinem Bild, den ich hier drin habe, haben werde. Ihr seht ja auch schon zwei PPCs und eine AC-10 und drei Medium-Laser. Den werde ich aber definitiv noch überarbeiten. Ich werde aber doch noch wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Laser gehen, weil wenn wir uns das Ganze hier angucken, wir haben den Ballistic Cooldown plus 10%, also die AC-10 schießt schon mal ein bisschen schneller, dann kommt aber einfach nur noch ein bisschen Energie und Laserkram, Energy Range plus 7,5% und dann haben wir Medium Laser plus 7,5%, also mit Medium Lasern schießt man schon mal 15% weiter und wir haben Laser Duration 7,5% und Medium Laser Duration 7,5%, also haben die Medium Laser wieder eine 15% reduzierte Strahldauer. Wir brauchen also 15% weniger Zeit, um den Schaden an den Mann zu bringen. Also da kann man hier doch schon sehr stark ein Medium-Laser-Bild zusammenbasteln mit dem Teil. Und ich würde dann tatsächlich fast schon wieder sagen, dass man möglichst viele 6 Medium-Laser zum Beispiel mit einer AC-20 nimmt. Das gibt dann einen ziemlich gefährlichen Bild, könnte man so sagen. Mit einer AC-10 wäre es natürlich auch cool, einfach weil die eine etwas bessere, adäquatere Reichweite und Feuerrate hat als eine AC-20. Da müsste man nochmal schauen, dass man da sich eine schmucke Kombination zusammenbastelt. Dann nehmen wir noch meinen Liebling unter den Banshees, den 3E, das sind Dinge mit den ganzen Ballistic Slots. Das sieht auch einfach sehr cool aus, die ganzen dicken Rohre hier. Mwah. Lovely, lovely. Die Quirks hier, die setzen sich auch sehr schnell zusammen. Die Banshee ist ein Mech, der so generell halt wirklich schon ausreichend aushält und sich gut drehen kann, beweglich ist für seine Größe. Weshalb er auch zum Beispiel keine Turnspeed oder Internal Structure Boni oder sowas hat. Aber hier ist sehr interessant, Ballistic Velocity 7,5% und Cooldown 7,5%. Projektile fliegen also schon mal, wenn man ballistische Waffen hat, 7,5% schneller und es dauert 7,5% weniger Zeit, bis man damit erneut feuern kann. Energiewaffen haben eine um 10% reduzierte Hitzeerzeugung, ist schon mal ganz geil. Diese drei Backup-Medium-Laser, die ich drin habe, sind also eine noch bessere Backup-Waffe, weil sie nicht mehr so ganz so viel Hitze erzeugen.
Dann ist hier noch ein kleiner weiterer Bonus, nämlich speziell auf AC5er abgezielt. Die haben weiter nochmal Velocity 7,5 und Cooldown 7,5. Also insgesamt, wenn man AC5er verbaut, fliegen die Projektile 15% schneller und sie laden 15% schneller nach. Das gibt mir persönlich nochmal den Grund zu überlegen, ob ich einfach drei AC5er einbaue und vier Medium-Laser, da könnte man dann schon sehr viel Spaß mit dem Teil haben. Könnte insgesamt wahrscheinlich sogar gefährlicher werden als das, was jetzt drin sitzt, aber hier ist der Vorteil halt bei den AC2ern, weil die so schnell schießen, dass mehr Cockpit-Shakes beim Gegner sind. Da muss ich nochmal gucken, was ich nehme, ob ich es behalte. Viele wird interessieren, was denn mit dem Atlas ist. Beim DDC zum Beispiel gab es jetzt nicht so viel. Ein bisschen mehr Struktur und kleiner Bonus, sodass man mit einer AC20 zum Beispiel insgesamt 10% schneller feuern kann. Habe ich den K? Nee, habe ich nicht. Aber das hier hält sich alles noch halbwegs in Grenzen. Also es zielt alles ein bisschen darauf ab, dass man die Ballistics teilweise häufiger einsetzen kann. Je nachdem, was PGI sich so gedacht hat, was man mit dem Mech am besten machen kann natürlich. Hier sind dann zum Beispiel wieder die Large Laser, die mehr Range und einen besseren Cooldown haben. Ballistische Projektile fliegen zwar immer noch, auch hier dann 10% schneller, aber das hier liegt nicht das Augen, Haupt, das Augen, Haupt, Hauptaugenmerk darauf, so verdammt nämlich nochmal. Der Boar's Head ist dann nochmal eine kleine Ausnahme, da wird geguckt, dass man sehr viel mit Medium-Puls-Lasern arbeitet, was ich sehr geil finde. Vielleicht in Kombination mit einer AC-10, aber mit einer AC-20 würde es auch gehen, wobei die AC-10 mehr zu empfehlen ist, weil sie schneller schießt, weniger wiegt und weniger Hitze erzeugt als eine AC-20. Hat dazu für zwar nicht diesen 20er Punktstand, sondern nur 10, aber das kann man sehr gut kompensieren, wenn man dafür wirklich viele Medium-Puls-Laser einbauen kann. Denn Energiewaffen haben hier plus 7,5% Reichweite und minus 10% Hitzeerzeugung. Und Medium-Puls-Laser haben dann nochmal plus 7,5% Reichweite, was bedeutet, sie haben insgesamt 15% mehr Reichweite. Ja, Leute, euch genug hier vorgebrabbelt und zusammengestammelt und geguckt. Also ihr wisst jetzt ungefähr, was Phase ist, worauf ihr vielleicht achten könntet, solltet. Und haut mir ruhig eure Ideen, eure Builds, eure Vorschläge unter das Video hier in die Comments rein. Alles fleißig, ihr wisst ja, ich habe so ziemlich jeden Mech, den man sich so vorstellen kann. Von daher kann ich auch so ziemlich jeden Build mal ausprobieren. Ihr habt ja meine kleine Liste von den paar Mechs, die ich besitze. Und wenn ihr da was habt, was ihr unbedingt sehen wollt, was ich unbedingt für euch ausprobieren soll oder was ich zumindest mal theoretisch angucken soll, vielleicht auch ohne ein Video dazu zu bringen, sondern einfach meine Meinung dazu, haut es mir in die Comments, macht im Forum dazu ein Topic auf oder was auch immer. Ich komme den ganzen wirklich gerne nach. Und jetzt besten Dank, dass ihr euch dieses ellenlange Video mit dem Quirks angetan habt, Leute. Besten Dank fürs Zugucken, haut weg, wie sie hin uns die Tage. So schnell werdet ihr mich doch nicht los. Noch als kleine Ergänzung, der Locust, das ist mir gerade eingefallen. Das Ding, was ich ja so prinzipiell schon lange nicht mehr mit der Kneifzange anpacken wollte, hier ist auch so camo-technisch nichts angepasst, dass da ein Hauch von Blau dran wäre. Die Dinger, die haben auch ordentlich Quirks bekommen, fällt mir da mal ein. Also Lightmax, was ihr so habt, also die Max, die ihr richtig kacke fandet, sind wahrscheinlich dann auch Tier 4 oder Tier 5 Max, so wie die Locust zum Beispiel. Und das ist hier dann schon wieder ziemlich krass. Energiewaffen, Reichweite plus 30%. Und wir sehen hier generell, das ist eine ganze Latte. Hier hat er Acceleration Rate, also Beschleunigung und auch wieder Abbremsen. Plus 25 bzw. sogar plus 50% beim Abbremsen. Ist schon mal ziemlich geil. Die Panzerungsstärke, also Armor Strength, Left Arm, Right Arm, wurde hier um 50% erhöht und er hat plus 8 Struktur im linken und rechten Bein. Das ist halt schon ziemlich krass. Und hier finde ich sehr witzig, dass es auch genau wieder den Bild betrifft, den ich da sowieso drin hatte in dem Teil. Ich habe hier Small Pulse Laser drin, seitdem ich das Ding zusammengeschraubt habe. Und darauf zielt auch gar tatsächlich die Quirks ab. Ziemlich witzige Art und Weise, als hätten die teilweise echt so meine Mechs abgecheckt, was mir persönlich gefallen würde. auf jeden Fall haben alle Energiewaffen schon mal plus 30% Reichweite und plus 10% Cooldown, also 30% weiter schießen und 10% schneller schießen. Und dann hier genau Small Pulse Laser nochmal plus 30% Range, also insgesamt 60% weiter schießen mit Small Pulse Lasern. Und hier nochmal verringerter Cooldown explizit bei Small Pulse Lasern, also 20% schneller schießen mit Small Pulse Lasern. Mega geil, muss ich ausprobieren. Ist zwar nur ein Locust, aber das Ding wird jetzt noch wendiger, schneller und kann tatsächlich doch schon ein bisschen was mehr austeilen. Checken wir einmal kurz den 3S aus. Der hat hier auch wieder ganze Deceleration, Acceleration, Armor, Additional Structure, bla 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 bla. Dann haben wir hier Energy, hier Range und Cooldown 12,5%.
Und dann nochmal genauer, auch nochmal bei Medium-Lasern. Also verwendet man Medium-Laser, haben die 25% mehr Reichweite und 25% verringerte Nachladezeit. Mega geil. Er hat ja hier zusätzlich auch noch, also er hat ja nur diesen einen Medium-Laser-Slot, einen Energy-Slot, wo ein Medium-Laser drinsteckt. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass das halbwegs cool ist, aber prinzipiell eigentlich sehr geil, weil der Medium-Laser dann dadurch ein bisschen gefährlicher wird und den Locust nicht so nah an den Feind ranzwingt. Es sei denn, man benutzt Missiles, Short-Range-Missiles in diesem Falle. Es ging natürlich prinzipiell alle, aber im Locust würde ich doch eher Short-Range-Missiles empfehlen. Ich habe jetzt nur 3 von 4 Slots belegt, aber da könnte man vielleicht nochmal gucken, was man so machen kann. Es ist auf jeden Fall, dass Missiles 30, also alle Raketen 30% mehr Reichweite haben und 15% schneller nachladen. Das macht diesen Mech dann auch nochmal ein bisschen interessanter, einmal mit dem Medium-Laser, um ein bisschen auf Reichweite vielleicht ein bisschen mehr ärgern und rumfunzeln zu können. Und ist man im Nahkampf, dass man mit den Short-Range-Missiles dann doch noch schneller auf den Gegner einprügeln kann. Schon mal eine ziemlich geile Kiste. Und zu guter Letzt nehmen wir noch den Locust 1V. Auch wieder den ganzen Standardkram. Dann hat er Ballistic Range plus 15%. Finde ich schon mal ganz cool. Dann kann man mit den Machine Guns weiterschießen. Dann hat er hier Energy. Also hier ist es drauf ausgelegt, dass man vielleicht den einen Energy-Slot mit einem Large Laser belegen würde. Ich habe derzeit einen Medium-Laser drin. Geht man von einem Large Laser aus, ich mach mal einfach hier summa summarum, wäre die Reichweite um 15% erhöht. Der Large Laser hätte eine 50% reduzierte Nachladegeschwindigkeit oder Aufladezeit. Was heißt, er schießt doppelt so schnell. Das entspricht 2 Extended Range Large Lasern von der Feuergeschwindigkeit her. Wenn man das auf Dauer so ein bisschen sehen kann. Ist schon mal ziemlich krass. Und die Strahldauer wurde um 25% reduziert, was natürlich die Zeit, bis man wieder einen Laserstrahl auf den Gegner loslassen kann, reduziert, aber auch einfach, man muss sich nicht so lange mit dem Locust in eine offene Position begeben, um mit dem Extended Range Large Laser den Schaden voll ans Ziel zu bringen. Das ist halt auch schon wieder ziemlich krass. Das macht das Ding echt wohl arg gefährlich und interessant. Also als Nerfbolzen-Mech könnte ich mir den nochmal ziemlich gut vorstellen. Da muss man nochmal ein bisschen schauen. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken mit den Locusts. Und das war's jetzt.